Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Let's Play Dragonica mit mir Andrastos. So, dann nehmen wir hier jetzt mal einen ganzen Haufen neuer Quests an. Bla bla bla, egal was sie jetzt besagen. Du bist schon wieder ein Stück gewachsen, oder? Wir spielen hier mit unserem kleinen Magier, sind schon auf Level 15. Ja, das ist ja schon was. Damit kann man sich schon was leisten, ja. Ja, viel zu tun haben wir jetzt hier eigentlich nicht so. Ja, diese Dinger. Eine gute Waffe braucht einen starken Wo gibt's denn die? Am kreischenden Hügel. Schlucht des Vergessens und kreischender Hügel. Ja, nehmen wir einfach mal alle von denen an. Wenn wir sie nicht schaffen, ist auch egal. Man kriegt immerhin ein bisschen was. So, was ist das jetzt? Schlucht des Vergessens. Da sind wir gerade. Arcade-Modus F1. Na dann los. Zu trinken haben wir auch noch genug. Unterwegs machen wir ein paar von denen hier kaputt, einfach nur so aus Spaß, weil wir es können und weil sie die Landschaft nicht unbedingt ziehen. Wie ging denn das nochmal? Ah ja, ich wusste es doch. Ups. Britz, falsch. Ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, ich musste jetzt wieder reinkommen. So, ah ja, da ging's lang. Ja. Machen wir auch nochmal. 1, 2, 3 und das vierte. Bam. 1, 2, 3 und das vierte. Bam! Alle tot! Alle tot! Sudala! So, Nummer F1 für meinen Bruder! Ich bin dein Bruder, Luke! Und wieder einmal befinden wir uns hier beim Boss. Also auf dem Weg zum Boss, alles kaputt zu machen, was uns hier über den Weg läuft. Obwohl wir gar nichts getan haben. Aber so ist es nun mal auf der Welt. So, für alle, die sich fragen, warum es jetzt schon so lange keine Videos mehr von mir gegeben hat, also alle meine zwei Fans. Ne, nicht zwei, 45 sind schon. 45 Fans, 45 Abonnenten auf YouTube. Bei 50 mache ich ein Special-Video. Also, was ich sagen wollte, für alle, die sich jetzt fragen, warum ich jetzt schon so lange kein Video mehr hatte, also gemacht habe, es geht... Naja, kann ich jetzt hier nichts abgeben oder so? Okay, also, ich bin ja momentan in einer Ausbildung. Okay, dann kann ich sie nicht abschließen. Also, ich bin momentan in einer Ausbildung und da gab es in letzter Zeit sehr viel zu tun. Sehr viel zu lernen, Abschlussprüfungen und so weiter. Für alle, die sich fragen, was für eine Ausbildung das ist, Game Design. Ja, Andrastos wird Spieledesigner. Er wird Spiele machen. Wir haben hier bei uns in Wien sogar eine große Spielefirma, Sproin. Ich hoffe, ich kriege da zumindest mal einen kleinen Anfangsjob oder so, vielleicht ein Praktikum. Also für alle, die es kennen oder nicht kennen. Warte mal, ich könnte auch nach Deutschland gehen, da gibt es auch welche. Oder ich gründe mein eigenes Game Studio und mache dann Blizzard-Konkurrenz. Nee, aber ja, das... So schaut's aus. Der Andrastos wird Spiele machen. Für alle, die sich fragen, was ein Game Designer tut, er macht das Spiel. Ja. Nicht unbedingt im Grafischen, obwohl es natürlich dann auch nie schlecht ist, ein paar Grafiken zu machen. Also er erfindet das Spiel sozusagen, die Idee selber an sich. Wer Daedalic Entertainment kennt, ihr Hauptgame Designer dort ist Poki. Der hat die Spiele zu... Was hat der erfunden? Harveys neue Augen. Und Edna bricht aus. Und Edna bricht aus war, glaube ich, sein Studentenprojekt. Ja, wenn ich mich nicht mehr erinnere. Hey, kritischer Treffer von 1000. Uhuhu. So, und Boss ist da, Boss ist da. Der war einmal so schwer, das habe ich jetzt mal gesagt. Tschu-tschu-tschu. So, Fledermäuschen kaputt und das wird der Boss bearbeitet. Bin gespannt, ob er überhaupt noch zu irgendwas kommt. Ups, ja, tut er. Dam, dam, da, da. Nicht getroffen, schnappt getroffen. Piu, 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 piu. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt in nächster Zeit wieder mehr Videos machen kann.
mehr Let's Plays, auch von Dead Space. Das hat sehr viel Spaß gemacht, wenn meine Freundin wieder hereinkommt und mich erschreckt. Ich habe auch überlegt, das Dead Space Video mit Facecam zu machen, aber naja, ich weiß nicht. Ich möchte eigentlich keine Facecam machen, weil ich nicht will, dass die Leute sehen, also wissen, wie mein Gesicht aussieht. Einfach weil ich kritisch bleiben möchte. Und das geht halt nicht bei Fanboys, die dann wissen, wie man aussieht. Das ist ja keine gute Idee. So, Level Up bekommen. Nein, nicht Hose, Level Up. Was wollten wir denn jetzt noch machen? Was will ich denn jetzt hier machen? Ich brauche hier eine langsame Heilung. Okay, diesmal können wir gar nichts machen. Dann heben wir uns die Punkte halt auf. Ist auch in Ordnung. So, dann, wie war das? Wir konnten... Okay, dann gehen wir halt mal zurück. Dort können wir vielleicht dann... Es wird einigen schon aufgefallen sein, dass ich hier recht, also immer alleine spiele. Das stimmt durchaus. Ich spiele Dragonika eigentlich sehr gerne asozial. Also ich finde, also ich habe schon einige Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen... Also ohne das... Niemand sollte sich jetzt beleidigt fühlen, außer diejenigen, die noch wissen, worum es damals ging. Also die dabei waren mit meinen anderen Charakteren. Mit ein paar Kleinkindern habe ich hier schon gespielt, die ja wirklich... Nein, das... Also dieses Verhalten, das glaubt ihr ja gar nicht. Immer wegen allem aufregen, wenn man einmal nicht dabei ist. Also wenn man einmal nicht macht, was sie sagen, dann gleich die Gruppe verlassen und was weiß ich, wie herumschimpfen und was... Oh. Schlimm ist das, sage ich euch. Schlimm. Was ist das? Na komm, nimm den Quest an. Ah, Quest kann nicht angenommen werden. Macht nichts, wir haben Waschbären fertig. Ich habe fertig. Chef, was los? Ich habe fertig. Wieder nicht rassistisch gemeint. Jeder weiß, dass Andrastos nicht rassistisch ist. Zufällig in einem Begleiter interessiert. So, und das können wir wahrscheinlich auch nicht annehmen. Doch, können wir annehmen. Das konnten wir jetzt annehmen. Und den hier können wir jetzt nicht annehmen. Wir müssen den aber, glaube ich, annehmen. So, was ist das? Bist du schlecht oder besser? Geschlecht, Rasse nicht möglich. Aber ich bin doch Zauberer. Premium Hexenhut habe ich gerade auf. Okay, blau bedeutet schlechter. Gut, ist alles schlechter, dann zerdeppern wir es. Komm her. Ah, okay, deswegen haben wir es noch nicht zerdeppert. Alles klar. Aschbeck-Kebab. Okay, können wir auch noch nicht annehmen. Machen wir jetzt noch ein paar Waschbären kaputt. So, Portale treffen der Schapo, Ledergürtel. Türgerät fertig. Piu, piu. So, machen wir den auch noch kaputt, damit er nicht ganz so alleine ist. Das sah jetzt fast nach Suizid aus, was der gemacht hat. So, beim ersten Schlag vielleicht draufgehen. Naja, es ist, glaube ich, weniger schmerzhaft als das, was die sich hier antun. Man sollte einmal erforschen, ob solche Spiele die Gewaltbereitschaft fördern. Das heißt, wenn die ganzen Ego-Shooter-Spiele würden die Kinder aggressiv machen und so weiter. Was ich natürlich nicht glaube. Ich bin dagegen. Und das geht immer noch nicht. Aber solche Spiele hier, die Kinder sitzen da und machen knallbunte Monster kaputt mit was weiß ich für gefährlichen Fähigkeiten und das hinterfragt niemand. Aber seit es Videospiele gibt, heißt das, dass sie die Gewalt... die Gewaltbereitschaft werden. So, die Pimpelwaschbären haben wir jetzt auch fertig gesucht, so wie es aussieht. Dann geben wir sie gleich ab. Es geht jetzt hier nur mehr darum, Level 20 zu erreichen, so schnell wie möglich, um dann... Hier, die sind fertig. Und bereit zum Start, machen wir gleich noch einmal. Also es geht jetzt eh nur schnell darum, den Job-Change so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Aber das ist richtig cool. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte noch nie einen Charakter beim zweiten Job-Change. Noch nie. Ich habe, glaube ich, ja, 1000, 2000, noch mehr Spielstunden
Dragoniker hinter mir, aber noch kein Charakter jemals über den zweiten Job-Change gebracht. Hat sich dann einfach irgendwie nicht ergeben. Oder die Interesse habe ich dann verloren. Also das Interesse. Nicht ja die Interesse. Und Deutschkurs mit Andrastos. So, da. Sterben müsst ihr. Wow. Da hätte fast jemand mich gestorben. Sterb. Ein bisschen Waffen. Ah, jetzt haben wir auch bald 100 Monster gekillt. Ja, 100 Monster tot. Und dafür bekommen wir jetzt auch was Feines. Alles meins, geht weg. So. Wieder ein Quest abgeschlossen. Das sind meine Monster und die lasse ich mir nicht wegnehmen. Aber wer auch immer dieser Spieler jetzt war, wie heißt er denn? Na toll. Was soll das bedeuten? God XX, yeah, XX, God XX. Du bist so cool, XX, God XX. Ach du meine Güte. Meine Fresse. Ich fand es schon immer extrem primitiv, wenn man seinen Namen Doppel-X macht oder was weiß ich was. Für verschiedene Versionen. G0D, damit es endlich, damit es God heißt und so weiter. Das ist ja echt eine... So, was mache ich denn hier eigentlich noch? Ich glaube, ich muss jetzt zurück in die Mission, oder? Ah, nein, die Notfallrationen suche ich, genau. Ich glaube, ich genehmige mir ein bisschen Heilung. Na bitte, schon wieder alles da. Bam. Piu, piu, piu und bam. Piu, piu, piu und bam. So. Fliegt. In den Himmel. So, 4 Notfallrationen noch, dann habe ich den Quest auch fertig. Fliegt. Er ist unschuldig fertig. Wunderprächtig. Jetzt kriegen wir ja gleich wieder ein Level ab im nächsten. Na, was sag ich. So, die hier sind auch fertig. Zeugnis des Mutes erhalten. Eine Kupfertruhe. Waffenpulver. Das behalten wir uns. Holztruhe. Wieso laufe ich eigentlich immer noch mit den Anfängertränken herum, frage ich mich. Kein Wunder, dass hier nichts weitergeht. Zeugnis des Mutes. Rüstung tragen für Level 14, 18 sind enthalten. Nein, nicht hier. Das da. So, was ist das? Ah, du bist besser. Das nehme ich. Kann man dich zerlegen? Ja. Ah ja, Level up. Was können wir tun? Wir können die Selbstheilung auf den höchsten Level bringen. Und die... Trankmaximierung. Oh, das ist nicht schlecht. Das brauchen wir immer. 35 Punkte bleiben und im nächsten Level haben wir dann oder so. Warte, verkauft sie. Oder unten verkauft sie. Ja, wir nehmen alles an. Wir machen alles. Was willst du? Ein Dienstbotengang? Flauschige Phase. So, was haben wir jetzt zu tun? Keine Heldenquests. Ist das erbärmlich? Und da hinten können wir noch was annehmen. Ein Verräterkampfschlucht des Vergessens.
12 Waschbären, 10 Pilze, 15 Waschbären, kreischender Hügel haben wir ja auch noch. Ja, machen wir hier erstmal noch ein bisschen und dann gehen wir zum kreischenden Hügel, hätte ich gesagt. Brrrt. Upsi, hier bleiben. Brrrt. Das ist hier nicht der elektrische Stuhl, das ist der elektrische Magier. Hahaha, was für ein geiler Witz. Ja, also wie vorhin gesagt, ich habe vor, ein Spezialvideo zu machen, ein Jubiläumsvideo, sobald ich 50 Abonnenten habe. Was das sein wird? Naja, das ist eine Überraschung. Ich hoffe, dass es so lustig ist, wie ich es mir denke. Es soll was Lustiges sein, ja. So, hallo Schild. Ich habe hier was für dich. Du hast was gesucht. Ich habe es gefunden. Oh, an die Hitze gewöhne ich mich. Und hier drüben war doch einer, der Tränke verkauft, nicht wahr? Ist vorne hinten als Nein, nicht Quest. Schau, dankeschön. Darfst die haben. Und darfst die haben. Und ich hätte noch gern... Machen wir auf 50, 48 von denen und 49 von denen. So. Na dann, auf geht's. Jetzt haben wir wieder gute Tränke, bessere Tränke. Machen wir noch ein paar Viecher kaputt. Wenn man sieht, brauchen wir die Tränke. Bist du? Hey, hört auf damit. Ja, den Magier haben sie scheinbar noch viel mehr Leben weggenommen. Oder ich habe einfach gerade nur eine blödsinnige Rüstung, die überhaupt nicht mehr in diesem Level abgekannt ist. Oder ich spiele einfach nur schlecht. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, würde ich sagen. Upsi. Piu, piu. So, Dalla. Und dann wieder ganz zurück zum Anfang und wieder nach rechts arbeiten. Immer hin und her. So. So, dann sind wir schon wieder bei der Hälfte. Mehr als die Hälfte der Treibung wird. Ich hatte noch nie meine Stärke. So, Laden in Verzweiflung gebracht, fertig. Waschbären. 5 Waschbären noch und da unten brauchen wir noch 4 Waschbären. Cool, für 2 Quests brauchen wir Waschbären. Jetzt gewöhne ich mich einfach nicht. Trinken wir noch was? Waschbären, wo seid ihr? Hier ist ein Waschbär. Gut, sind hier noch mehr Waschbären? Keine Waschbären. Waschbär! So, gegen die anderen habe ich eigentlich nichts, aber sie haben halt das Pech, dass sie Freunde sind mit den Waschbären. Sie müssen dann alle sterben. Ich habe noch nie einen echten Waschbären gesehen. Fällt mir gerade auf. Ich weiß gar nicht, ob sie hier überhaupt heimisch sind. So, und einen Waschbären noch für den zweiten Quest. Da ist er ja. So, jetzt haben wir wieder 2 Quests fertig. Bestimmtes. So, hier können wir noch nichts. Ah, das Pferd ist vorne hinten als höher. So, was ist das? Nicht benutzt.
Und das ist für Schütze. Toll. Was ist damit eigentlich? Wir haben hier die ganze Zeit eine bessere Hose und ich habe sie nicht getragen. Toll, toll. Naja, den anderen Dreck, den können wir hier eigentlich verkaufen. Das weg und das weg. So. Hoffentlich habe ich jetzt nichts verkauft, was ich dann später noch brauche. So, der Schlucht des Vergessens haben wir jetzt nur mehr 10 Pilze. Missionskarte. Okay, dann gehen wir erstmal zum kreischenden Hügel. Da haben wir noch einiges zu tun. Wo ist denn der jetzt überhaupt? Da oben. Okay, zum kreischenden Hügel. Unterwegs haben wir jetzt noch ein Quest zum Mitnehmen. Einmal Quest zum Mitnehmen, Dankeschön. Kreischender Hügel. Gesucht, 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 gesucht. Großartig. Lauter Gesucht-Quests. Schauen wir mal dort hinten in die Nähe zum Wolfsbau. Okay. Keine Ahnung, wieso uns das nicht dorthin bringt, aber das muss... Das heißt ja nichts. Wir können ja auch über Umwege dorthin kommen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das richtig ist oder nicht. Aber ich tue es einfach mal. Weil ich sonst hier nichts zu tun habe. Boing! Boah, diese Schamanen, die hasse ich nach wie vor schrecklich. Hasse ich. Okay, 19 plus, dann haben wir hier noch gar nichts verloren. Dann bringt es die 1 hin. Okay, nicht so schlecht. Wo sind die stark? Mich dünkt, wir sind hier zum einen nicht gekommen. Und mich dünkt, dass wir hierfür fast noch zu schwach sind. Na egal, bleiben wir hier einfach mal auf sichere Posten und schießen alles von Distanz ab. Und die bringen mich, das brauchen wir für die Quest gar nicht, das ist toll. Aber umgebracht haben wir sie. Gut, Munk, Pilz. Okay, von dem hier habe ich... Den habe ich auch nichts gebraucht. Werfende Schapos. Und Schapo-Schamane. Okay, gut. Dann bringen wir halt die. Ja, sonst nichts umbringen können. Boah, 15. Ja, von denen hier sollten nie einige da sein. Jagd ist unter Öffnung. Hey, so. Ich war immer schon jemand, der alles genommen hat, was irgendwo herumgelegen hat. Wenn irgendwo jemand was fallen gelassen hat, was man mitnehmen konnte, ich hab's mitgenommen. Wenn irgendwo ein Monster was verloren hat, ich hab alles gelootet, was ging. Weil es heißt so schön, Kleinvieh macht auch Mist. Und ich war dann nachher, nach einigen Spielstunden, immer der reichste Spieler des Servers und alle sind zu mir gekommen, betteln. Das ist kein Witz. Die Leute, die nichts mitnehmen oder viel zu alles liegen lassen, weil sie glauben, das hat eh keinen Wert, die vergessen dann, dass ich das alles zu mir ziehe. Die sind dann irgendwann arm.
Heilung. Bester Heiltrank, der es gibt. Selbstheilung. So, diese werfenden Sharpos haben wir jetzt gleich. Das ist wieder ein Gesucht-Quest. Na, macht nichts. So, und diesen Gesucht-Quest habe ich auch jetzt. Upsala. So, das ist gut, dass man diese von hier annehmen kann. War, glaube ich, ganz am Anfang nicht so. Oder zumindest habe ich es nicht kapiert, wie es geht. Muss man nämlich das Jagdgebiet nicht verlassen. So, hier sind keine mehr. Hier waren noch welche. Gut, den Rest von denen kann meinetwegen am Leben bleiben. Es geht da hier recht flott. Aber man weiß, was zu tun ist. Einen werfenden noch, meine Güte. So, der ist aber nur umgebracht, weil ich die generell nicht mag. So, dann gehen wir wieder zurück. Okay, dann gehen wir ganz zurück. Boing. Ach, eine Schweinenase fehlt noch. Fertig. Geht doch. Oh, an die Hitze gewöhne ich mich einfach nicht. Hurra, Anfänger MP-Tränke bekommen. Und das ist für Schurke und Krieger. Braucht kein Magier. So, verkaufen wir das alles wieder, was wir nicht brauchen. Was war das denn jetzt? Mysteriöses Begleiterei. Felix. Gewandtheit 3, Treffsicherheit plus 100. Süß, eine Katze. Ja, was ist denn jetzt noch zu tun? Also Angelspaß abgeben? Scheinbar geht es nur darum, den nächsten Level zu erreichen. Pilze, sie warm halten. Große Höhlendings, große Höhlendings. Hm.
Wimmer von Scrappies. Ich bin müde und hungrig. Okay, machen wir das auch noch. Schauen wir mal, wo es das hinbringt. Scrappies. Ja, haben wir schon 3 Scrappies gekillt und 3 Würmer bekommen. Scrappies, gib jetzt die her, bevor ich das tue. Gut, die scheinen ja fast... sieht so aus, als würde jedes Scrappy einen Wurm verlieren. Wir sollten sich mal entwurmeln lassen. Aber ich sehe hier jetzt schon, dass wir die Zeit für die Runde überschreiten sind. Also, ups. Nein, das wollte ich jetzt nicht, aber egal. Dann werde ich mich hier von euch wieder verabschieden und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Draconica mit mir, Andrastos. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Eine gute Waffe.